So, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play XCOM 2. Ja Leute, mal weiter an der Stelle, beziehungsweise bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich erstmal sehr, sehr gerne wieder im Pitch-Modus meine Soldaten ein bisschen überarbeiten. Mittlerweile sind die alle schon ganz gut aufgestiegen, wir haben viele neue Sachen freigeschaltet, gerade was so Accessoires und äußerliche Sachen angeht. Und ich habe auch ein, zwei Mods runtergeladen, wo ich mal gucken will, ob das irgendwie passen würde und cool aussehen würde. Und mal schauen, ich würde gerne noch Vin Diesel als Riddick erstellen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt mache und ich weiß auch noch nicht, für welche Klasse, also entweder Grenadier oder Ranger. Und da haben wir jetzt auch gerade keine, muss ich erst einen ausbilden. Ich muss, glaube ich, bald auch mal Soldaten kaufen, ich weiß es nicht. Chuck Norris wollte ich mal noch machen. Und ich habe noch diese ellenlange Liste und ich lese auch ständig von euch neue Vorschläge und so. Aber erstmal brauchen wir natürlich neue Soldaten. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ein bisschen überarbeiten, ne, meine Leute, es gibt einen Pitch. Und wir sehen uns, sobald ich damit fertig bin. Ich versuche jetzt einfach noch ein bisschen mehr Badass hinzubekommen. Ne, so ein bisschen mehr Detailarbeit zu machen. Also, bis gleich. Leute. Ja, McKay habe ich jetzt nicht viel verändert. Ich habe den einfach nur so eine Taucherbrille gegeben, auch wenn es keine Taucherbrille ist oder so. Ich finde es doch lustig, weil es macht halt überhaupt keinen Sinn irgendwie, weil er schon die Brille auf hat. Aber es passt irgendwie zu ihm. Es ist ein bisschen trottelig und so oft wie der verfehlt. Macht das auf jeden Fall Sinn. So, ich zeige euch das immer ganz schnell, was ich jetzt verändert habe. Ihr habt es wahrscheinlich so schon hoffentlich ein bisschen mitbekommen. Beamy habe ich noch ein bisschen verändert. Ich habe ja einfach nur dieses, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn diese Mützen. Auf jeden Fall habe ich hier noch so eine Kopfbedeckung gegeben. Moment, ich mache mal hier so hier. Ich war auch am Überlegen, ob wir vielleicht dieses Rüstungsmuster ändern. Das sieht nämlich auch ziemlich stylisch aus. Ich lasse es jetzt erstmal noch so, weil das ist dann immer so grau. Das möchte ich eigentlich nicht. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Und Rodney ist okay. Curry habe ich verändert. Ich finde, die sieht das mal ein bisschen stylischer aus. Man erkennt immer noch, dass das Curry ist, ist sehr, sehr fröhlich drauf und so. Hab ja halt jetzt hier so ein Basecap nach hinten gegeben, ne, mit diesen Kopfhörern. Ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich habe mal noch den Torso und die Arme ein bisschen verändert. Ach ja, und Rüstungsmuster habe ich gemacht. Finde ich auch ganz cool jetzt. Moment. So, dann habe ich gelassen. Kate habe ich noch verändert. Habe ich einfach so ein Tattoo gegeben. Ich finde das eigentlich ganz geil mit dem Sektoiden, wo da das Messer im Kopf ist. Das passt übelst gut. Und dann auch noch so ein Rüstungsmuster. Ich finde auf jeden Fall, dass die jetzt nochmal ein bisschen stylischer aussieht. Und zu guter Letzt, Lutz habe ich auch nochmal verändert. Weiß ich nicht, kann man davon halten, was man will. Auch so ein bisschen digitales Rüstungsmuster. Dann hier dieser Helm, wo man gar nichts mehr sieht. Aber das sieht irgendwie schon krass aus, oder? Und dann halt das Bandana, beziehungsweise haben sich ein paar beschwert, dass ich immer Bandana sage und nicht Bandana. Bandana. Ich sag trotzdem Bandana. Habe ich ausgetauscht mit diesem Schädel. Mit der unteren Hälfte von dem Schädel. Ich finde irgendwie, dass es krass aussieht. So gut, das war es an sich gewesen. Bei mir habe ich das noch nichts gemacht und so. Und wie gesagt, wir werden später natürlich noch mehr Charaktere erstellen und bla bla bla. Aber ich finde das erstmal cool jetzt und mir gefallen die jetzt alle nochmal deutlich besser, muss ich sagen. So, ich finde, dass die jetzt nochmal ein bisschen cooler aussehen. Gerade Curry gefällt mir jetzt nochmal deutlich besser. Guck mal, hier quatscht auch gerade Curry mit Morpheus. Unterhalten sich gerade bestimmt über Waffen, ich weiß es nicht.
So, und ihr habt mir übrigens auch zahlreiche Tipps gegeben, also ein bisschen das Gameplay angeht und so. Ich versuche das natürlich alles mit einfließen zu lassen über die Zeit. Ich bin ja auch mal ein bisschen am Vorproduzieren und so, und alles merken ist halt auch sehr schwierig, aber über die Zeit wären wir schon besser. Was größtenteils Dr. Shens Verdienst ist, fühle ich mich... Jetzt habe ich wieder weggeklickt. Es ist Gewohnheit, Leute. Ich werde mal weitermachen, schon während die quatschen. Vielleicht gewöhne ich es mir irgendwann noch an, das zu lassen. So, ich glaube, bei uns lief alles. Es ist eine Weile her, die letzte Session bei mir. Aber ich glaube, ich muss da nichts mehr machen. Würde mich zumindest wundern. Weil ich bin sehr gewöhnt, dass das zumindest erstmal alles läuft zumindest und ich alles belegt habe. So gut, die Frage ist, wie wollten wir weitermachen? Ich überlege gerade. Stimmt, wir hatten als letztes Neuschiele diese Avatar-Einrichtung infiltriert. Das heißt, als nächstes wollte ich, wir können auch einen Kontakt dann aufbauen. Und ich glaube, wir müssten dann erst wieder eine Kommunikationszentrale bauen, weil ich glaube, man kann die doch nicht upgraden. Ich weiß nicht, ob es andere Möglichkeiten gibt. Ich werde jetzt aber mal hier noch keinen Kontakt herstellen. Das sieht erstmal wieder gut aus. Wir haben zwei Balken verloren. Da würde ich sagen, wir machen erstmal Wissenschaftler. Können wir einen Wissenschaftler gebrauchen? Ja, früher oder später auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt zwei, aber ich hätte auch nichts gegen drei. Da würde ich nämlich das Labor dann bald mal wieder upgraden. Machen wir erstmal das hier. Mach es mal wieder so ein bisschen nebengedöns, dass wir weiter uns unsere Base auf Vordermann bringen können. Wir lösen währenddessen ein paar Missionen und schauen dann gleich mal, wir müssen trotzdem das jetzt im Auge behalten mit dem Avatar-Projekt natürlich. Also ich werde jetzt sehr schnell mich natürlich weiter ausbreiten, aber na, ich sehe gerade hier, Alien-Maschinen sind weggeräumt, also bald. Dann können wir vielleicht auch die Schattenkammer bauen. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht, wie wir es machen. Ich überlege mir das jetzt. Und ich spiele immer noch mit dem Gedanken... Wow, ganz schön. Ja, das hat sich gelohnt, Leute. Geil, da können wir das Labor jetzt upgraden. Ich spiele ja immer noch mit dem Gedanken. Hier, Schattenkammer, die brauchen wir als nächstes. Wir brauchen aber auch eine Kommunikationszentrale wieder. Wir können sogar überlegen, jetzt eine zu bauen. Aber ich glaube, das mache ich als nächstes. Ich will jetzt erstmal das Labor upgraden. So, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Man könnte auch darüber nachdenken. Und ich habe leider vergessen, was ich sagen wollte. Mir fällt es dann bestimmt wieder ein. So, wir wollen jetzt hier die Verbesserung haben. Kann ich mir nicht leisten. Okay, wisst ihr was? Dann bauen wir doch eine Kommunikationszentrale. Dann geht's halt schneller. Ich meine, die ist komplett besetzt und anscheinend geht er einfach nicht mehr. Ich kann den nirgendwo upgraden und so. Kann sein, dass ich irgendwo was übersehe. Aber dann bauen wir jetzt hier die Kommunikationszentrale. Wahrscheinlich würde ich das sogar sagen. Man kann sogar darüber nachdenken, dass wir jetzt hier eine Kommunikationszentrale bauen. Einfach. Komm, wir machen das mal. Schatten. Widerstand Kommunikationseinrichtung eingeleitet. Jo. So, das dauert nur 8 Tage. Ich habe noch einen Ingenieur hier. Den kann ich mal noch rausnehmen. Im Testbereich. Ich glaube, die hätte ich auch einfach so entfernen können. Ne? Ich glaube, es geht schneller, wenn ich einfach direkt innen drüber entfernen mache. Ich weiß nicht für die Schattenkammer, ob es sich lohnt, das hier hinzubauen, neben die Werkstatt, oder lieber hier hin. Das würde wahrscheinlich deutlich länger dauern, oder? Das dauert so lange. Ich gucke nochmal ganz kurz. Das geht deutlich schneller. Ich weiß es noch nicht, was da Sinn macht, was man daneben die Werkstatt bauen sollte. Ich mache jetzt einfach hier frei. So, bam. Bam. Ja, seht ihr, hier rüber geht das schneller, wenn ich einfach hier die auswähle, die beschäftigt ist, und dann habe ich sie direkt weg. So, 10 Tage dauert der Spaß. Dann los. Dann würde ich sagen, hier bauen wir dann die Schattenkammer rein. Wofür wir noch keinen Strom haben... Das Energierelais kann ich aber noch einen Ingenieur reinsetzen. Das heißt, wir müssen dann die Schattenkammer rein theoretisch bauen können, haben genug Energie dafür. So viel Platz haben wir hier gar nicht mehr. Ne? Also wahrscheinlich kommen hier dann Kommunikationszentralen dann einfach hin, würde ich denken. So. Muss mal gucken, ob die Werkstatt neben der Schattenkammer Sinn macht. Ich kann es halt absolut nicht einschätzen. Wir werden es ja sehen. So, gut, dann würde ich vorschlagen, weiter geht's. Könnte natürlich auch mal wieder, wie lange dauert das jetzt noch? Mir wurde geschrieben, das steht irgendwo, bis man das nächste Budget bekommt. Wahrscheinlich hier rechts unten wird das irgendwann. Na, hier Vorratslieferung, ne? Das ist das, wenn, dann kriegen wir den Monatsbericht, also in 13 Tagen. Und dann können wir das Labor upgraden, können neue Wissenschaftler reinhauen, dann geht die Wissenschaft auch nochmal deutlich schneller. So, neues Ziel erhalten. Ja, das müssen wir ja wieder machen, ne? Okay. So, Wissenschaftler... Hier kriegen wir einfach nur Vorräte. Könnten wir auch gebrauchen. Oder Ingenieur. Ey, ich glaube ja fast, dass ich jetzt Vorräte mehr gebrauchen kann, oder?
Würde ich fast denken. Aber Ingenieur wäre auch super nice. Aber da haben wir erstmal, denke ich, vielleicht sogar. Nee, wir haben genug Ingenieure. Vorerst. Wissenschaftler haben wir auch beim Dreier, was auch erstmal okay ist. Dann machen wir das mit dem Vorreden. Informant beim Widerstand reduziert die Zeit bis zu einem Vergeltungsschlag um 2 Wochen. Ja, machen wir das einfach. Operation Eiserner Schöpfer. Schwierigkeitsgrad Mittel. Das hier ist. Ich hätte auch mal Bock auf eine schwere Mission. Aber wir haben, glaube ich, sogar schon einmal eine schwere Mission gelöst, hatte jemand geschrieben. Ich mach das mit den Vorräten, die können wir gebrauchen gerade. So, also ich guck da natürlich immer noch nach der Belohnung, was wir momentan gut brauchen können. Wir haben sehr viele Ingenieure mittlerweile. Und für 197 Vorräte können wir uns auch einen Wissenschaftler oder einen Ingenieur kaufen dann. Könnten wir. Von daher macht das schon Sinn, die Vorräte zu nehmen. So, jetzt sehen wir den Squad nochmal komplett. Also gerade, ich finde Lutz, manche werden jetzt bestimmt sagen, ist zu sehr over the top oder so. Ich finde es aber, dass er ziemlich stylisch aussieht, so. Ich guck nochmal ganz schnell. Der Rest ist verletzt, oder? Ja, alle noch einen Tag. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, dann muss ich jetzt einen von euch beiden nehmen. Ich überlege gerade, Riddick daraus noch Grenadier machen, macht nicht so viel Sinn, finde ich. Eigentlich müsste Riddick ein Ranger sein mit Tarnung. Ich wollte auch Chuck Norris machen. Chuck Norris müsste eigentlich auch ein Ranger sein. Wegen Texas Ranger und so. Aber ich glaube, ich mache lieber erstmal Riddick, weil das mit der Tarnung Sinn machen würde dann. Kann man ja aus ihnen dann vielleicht machen. Ja gut, dann nehmen wir dich mit. Und dann leg mal los, würde ich sagen. Bevor ich es vergesse, bearbeiten. Und ich muss auch wirklich jetzt langsam mal anfangen, zum Beispiel mit dieser Scanner-Granate und so. Das muss ich mal herstellen und ein McKay geben. Oder hier das mit dem Duplikat, dass wir ein Duplikat vor uns herstellen, wo die Aliens drauf schießen. Das sollte ich mal herstellen und dann uns geben. Da muss ich das machen wir jetzt demnächst mal, Leute. So, Medikit. Und dann kann es an sich losgehen. Und die Waffenverbesserung und so, dann muss ich in Ruhe nochmal schauen, Leute. Da schauen wir in Ruhe nochmal, würde ich vorschlagen. Das hängt auch ein bisschen von den Skills ab und so, wie ich das verteilen möchte. Dann ist das mit dem Einsatz. In Position für den Einsatz. Ein Widerstandshacker hat in diesem Gebiet einen Datenzugang zum Advent-Netzwerk eingerichtet und die abgefangenen Daten sind kritisch für die jüngste Alien-Operation. Der Aufklärung nach sind die Aliens schon auf dem Weg, um das Gerät zu zerstören. Die Daten sind zu wertvoll, also sichern wir das Gebiet. Schalten Sie alle Feinde aus und schützen Sie das Gerät. Okay. Alles klar, wissen wir Bescheid. Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Alles klar. Ah, ich mag den Score, das sieht jetzt schon echt cool aus. So, sage ich glaube ich auch jedes Mal, oder? So. Okay. So, dann gehen wir erstmal wieder vor mit den Grenadieren. Das finde ich eigentlich immer am sinnvollsten, weil wir ja mit denen oft dann auch als erstes angreifen. Morpheus ist mein Lieber. So, ich guck gerade. Wir haben keine Zeitbegrenzung, was schon mal sehr, sehr angenehm ist. Und wir müssen auch wieder alle Ziele neutralisieren. Wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie 5 Tage nicht mehr gespielt. Ich habe in den letzten Tagen war irgendwie immer Arc oder so angesagt. Ich muss jetzt erstmal ein kleines bisschen reinkommen und das geht ja relativ schnell. Und ich habe ja auch ganz viele Kommentare von euch gelesen und Tipps gelesen von euch. So, okay. Wir können, denke ich, erstmal relativ safe jetzt hier nach vorne gehen. Und da haben wir auch schon die ersten Gegner, die uns noch nicht entdeckt haben. Ach nein, stimmt. Die Kremlins müssen wir auch unbedingt auf... Also die Drohnen müssen wir auf Stufe 2 bringen, damit ich ja endlich mal ordentlich hacken kann. So, und dann würde ich ja vorschlagen, dass wir versuchen, von oben einen Angriff zu starten irgendwie. So, dann geh du mal hier hin. Ich hoffe, die bewegen sich nicht weg. Das wäre sehr angenehm. Ist denn immer die Laufrichtung so, wie die gerade gucken? Also, es könnte jetzt sein, wenn wir jetzt ja rausfinden, so. Oder das ist hier die Richtung, die er angezeigt. Wir müssen das mal beobachten. Der guckt in die Richtung und hier das Symbol, dieser Strich zeigt in die Richtung. Das habe ich mich noch nicht beschäftigt damit. So, das ist unser anderer Grenadier. Würde ich ja gerne hier hoch. Hier sehen die uns. Wieso sehen die... Hier drinnen sind welche. So sieht's aus. Okay. Aber wenn ich hier hinschicke, passiert nichts. Es wird nichts angezeigt.
Okay, das ist gut zu wissen. Dann hätte ich dich ja am liebsten hier erstmal. Hier ist kein Symbol, das heißt, es darf nichts passieren. 10-4. Okay, sehr gut. So, was ihr auch geschrieben hattet und ich aber auch so langsam ein bisschen gecheckt habe. Lust, du gehst auch hier hin? In Ordnung. Wenn man in Deckung ist, ist es sehr viel unwahrscheinlicher auch, dass die Gegner einen entdecken. Also, Beispiel. Also, wenn die auf einen zugelaufen kommen zumindest, ne? Also, wenn man hier irgendwie eine Deckung hat, die kommen von der Seite und die stehen dann hier, dann ist die, können die zwar bis hierhin gucken und so. Aber hier ist man sozusagen safe, solange man die eine Person in, dann nicht bewegt, sozusagen. Ich glaube, das hatte ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen passiv schon gecheckt, weil das hatten wir ab und zu schon die Situation. So, ich überlege gerade, schicke ich dich auch noch hier hoch oder wollen wir dich. Schick dich mal hier hin. Das könnte interessant werden, Leute. Das könnte interessant werden. Ich hoffe, dass wir dann nächste Runde einen coolen Angriff starten können. So, Beam. Das schicken wir hier oben vielleicht einfach nur hin. Das wird eigentlich auch schon okay sein. Hier gefällt mir nicht. Der muss ja fest dort stehen bleiben an der Position. Dann würde ich den, ich weiß nicht, hier vielleicht oder hier. Ich schicke den mal hier hin. Wir gucken mal. Hat er hier zwar keine Deckung, aber jetzt eine bessere Position finde ich jetzt auch gerade nicht. Und hier ist auch scheiße, weil hier überall dann durchläuft. Wissen Sie, hier könnte man drüber nachdenken. Egal, ich mache jetzt hier hin. Also, gehen wir los. Los geht's. So, und dann müssen wir Rodney noch irgendwie bewegen. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Runde einen schönen Angriff starten können. Bin ich mal gespannt. Rodney könnte man ja sogar gucken, hacken wird es und ich gehe das noch zu weit weg. Wir müssen den Tieren schicken, aber nicht, dass die dann doch in die Richtung laufen. Rodney, du gehst mal hier hin, da dürfte auch erstmal nichts passieren. Ja. Go, go, go! Alles klar, Leute. Ah, der mit seiner Taucherbrille. Ich fand das irgendwie lustig. Nichts passiert, ne? Okay, das Ding ballert. Und wir müssen das beschützen und das macht anscheinend Schaden. So wie es aussieht. Okay, das ist interessant. So, die haben sich jetzt in die Richtung hier bewegt. Mhm. Also es ist anscheinend schwer abzuschätzen, welche Richtung die laufen. Also gut, jetzt wissen wir, dass sie in die Richtung laufen. Gut, dann gehst du mal bitte. Oh, jetzt habe ich Angst, dass ich zu weit vorschicke. Wenn ich jetzt hier hinschicke, aber hier ist kein Symbol. Wenn hier kein Symbol ist, dann dürfen die mich ja eigentlich nicht entdecken rein, theoretisch, oder? Hoffe ich. Aber die kann Granaten feuern. Von daher wird es auch reichen, wenn ich die hier hinschicke einfach. Geh mal hier hin. Dann müssen wir ja eigentlich. Sehr gut. Feind entdeckt. Oh, das ist doch gemein, Leute! Ich habe wirklich versucht, vorsichtig zu sein. Das ist wirklich Pech. Das kotzt mich schon wieder an, ey. So, yo, haben wir Granate drauf auf jeden Fall. Das lohnt sich sogar richtig. Das Geile ist auch, der müsste dann kurz am Explodieren sein und der muss seine Deckung wechseln. Und von ihm zerschreddert mal die Rüstung. Irgendwo ist hier aber noch einer. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Vielleicht ist er hier in dem Nebel noch oder so, ich weiß es nicht. Ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Das ist echt jetzt dumm gelaufen. So, kann ich nichts machen. Wir machen jetzt einfach platt. Wir sind ja auf dem Dach, wir sind gut positioniert. Die Deckung ist jetzt auch von denen weg. So. Gehe ich jetzt davon aus, dass ich die killen kann? Ich kann dich hier bewegen, dann kannst du den, glaube ich, gut flankieren. Das gefällt mir, glaube ich, am besten. Ne? Lutz! Hier, 97%. Oh, das ist so genial. Krieg ich das hier angezeigt mal bitte? Höhenvorteil plus 20%. Sehr, sehr nett. Okay. Feuer. So, 10 Schaden, super Lutz. Und ich versuche jetzt auch endlich die Namen endlich mal ordentlich hier zu nennen. Habt ihr das gesehen? Ich weiß, es ist sehr verwirrend, wenn ich ständig Bimi, Bimi, Bimi sage. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Wahrscheinlich zu viel Fallout 4 gespielt oder so. Ich habe keine Ahnung. So, der Typ ist down, das ist super. Den können wir jetzt auch noch schnell den Garaus machen. Ich weiß noch nicht, ob wir mit McKay, den bewege ich mal noch nicht weiter, will ich vielleicht hacken. Das ist zu weit weg, weil es ist jetzt natürlich blöd, dass die jetzt hier stehen. Könnte höchstens drüber nachdenken, hier hinzugehen, ne, hier hinzugehen und zu hoffen. Ah, da habe ich mir Angst, dass ich hier welche aufdecke. Das lassen wir mal, Leute. Das wird jetzt schwierig mit dem. Okay, kann ich hier hin?
Ich kann eine Granate werfen und hoffen, dass die den killt. Das ist eine Variante. Lauf erstmal hier hin. Okay, wir haben jetzt hier 62%. Das ist okay, denke ich. Hacken können wir später immer noch. Im Feuer. Ist wieder. Einfach eiskalt mit der Magnetwaffe. Durchs Haus geschossen. Ja, die Taucherbrille scheint was zu bringen, Leute. So, hier habe ich jetzt Angst, euch hier nach vorne zu bewegen. Ihr nähert euch erstmal wieder ein bisschen euren Kollegen an. Oder wollen wir die so auseinander lassen auf dem Dach? Grundsätzlich finde ich es ja eigentlich nie so cool, wenn die so auseinander sind. Weil man deckt dann potenziell immer mehr Feinde auf. Geht erstmal hier hin. Das ist ganz gut, die Position. Sehr gut. Und du, mein Kollege, du gehst hier hin. Hast zwar eine halbe Deckung, aber es ist eh unwahrscheinlich, dass wir einen Feind entdecken. Halt, hier drinnen waren ja auch wahrscheinlich welche gewesen, oder? Okay, nichts passiert. So, was mache ich mit dir, Kollege? Ich habe ja trotzdem Angst, ihn jetzt hier nach vorne zu bewegen. Ich würde ihn aber trotzdem gerne an dieser Position haben. Dann decken wir hier aber einiges auf. Ich glaube, das mache ich aber nächste Runde erst. Bleib erstmal hier. Das ist okay. Jetzt machen wir Feuerschutz. Okay. Ach so, die Aliens schießen das kaputt. Jetzt peile ich das. Und hier sind Gegner. Jetzt sehe ich. Okay, sehr gut. Ja, wir sind da. So, Rodney, wir gucken mal wegen Hacken. Nein, du nicht. Wobei, eigentlich könnte ich es auch mit dir machen. Wir brauchen unbedingt die Stufe 2 Drohnen, glaube ich. Ja, wir gucken mal. Und haben auch welche in die Kommentare geschrieben, ausschlaggebend ist nicht, was links steht, sondern was hier steht. Also, hier links die Chance 43% steht dafür, dass es nicht funktioniert sozusagen und das hier eintritt. Ja. So, die Basischance ist anscheinend 57%, plus wenn wir das Bonus wollen, ist die Chance 57%, dass wir das Ding wegbekommen und 16%, dass wir diese Truppzielhilfe noch bekommen. Ich glaube aber, das ist mir schon wieder zu unsicher. Ich finde der Bonus eigentlich ganz geil, aber die Chance ist nur 16%, das ist jetzt nicht so pralle. Ach nee, hier ist die Chance. Ah, okay. Dann ist die Chance sogar 84%, dass es schief geht. Ja, dann lassen wir das. Wir müssen unbedingt den Technologiewert hochbekommen. Ah, das kriegen wir jetzt bald hin. Ich denke, wenn wir die Gremlins upgraden und auch so kann man die, glaube ich, drauf skillen noch zusätzlich. Müssen wir mal schauen. Das kriegen wir schon hin irgendwie, dass wir auch bald ordentlich hacken können. So gut. Auf jeden Fall haben wir gesehen, hier sind Aliens drin, ne? Hier müssen wir ja auch rein. Hier müssen wir ja auch rein. Ich überlege, das Ding hier, das kann, muss ich ja trotzdem kaputt machen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Würde ich vorschlagen, wir hauen einfach mit Rodney eine Granate drauf. Ich bin mir da mal unsicher, ob ich es kaputt machen muss oder nicht. Ich bin bislang noch nie reingerannt. Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. So, geh am besten mal. Haben wir hier Deckung? Jo, okay, dann gehen wir hier hin. Nun, da haben wir die ersten Gegner. Okay, oder die nächsten Gegner besser gesagt. Aber wir haben alle bereit, Leute. Das ist okay. Wir haben alle bereit. 59. Scan-Protokoll hacken. Stimmt, das Scan-Protokoll. Oh, das wäre smart gewesen, das mal zu werfen. Oder machen wir das nächste Mal. Okay, Rodney, dann schieß erstmal auf den Sektoiden, bitte. 5 bis 7 Schaden. Nee. Mach einfach mal. Und es hat wieder der Rodney zugeschlagen. Was ein bisschen ärgerlich ist. So, Granate. Könnte Sinn machen. Das Ding ist, wir müssen aber erst davor das Vieh zum Teilen bringen. Oh, nice. 65. Distanzschuss. Können wir sogar den harten Schuss machen? Könnten wir. 9 bis 11 Schaden. Das wäre ziemlich heftig, aber es ist nur 49%, was ein bisschen wenig ist, leider. Wir können auch auf Nummer sicher gehen und so einen Sektoiden erstmal töten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Aber das ist jetzt gerade gar nicht so leicht, weil eigentlich hat er die beste Schussposition. So, dich würde ich aber gerne hier stehen lassen. Du stehst eigentlich ganz gut. Auch nur 34. Nö, Leute, ich werde jetzt mit dem Sniper einen normalen Schuss hier drauf machen. Im Anschluss werde ich eine Granate werfen. Und dann guck mal weiter. Ich hoffe, ich treffe. Ich brauche unbedingt 2 Sniper. Beamy ist ja verletzt, deswegen habe ich keine 2.
65. In 2 von 3 Fällen treffen wir. Komm bitte, triff. Okay. So, das Vieh teilt sich jetzt. Okay, so, jetzt können wir nämlich das hier mit einer Granate wegballern. Ich hoffe, wir kommen so weit. Zu dem Vieh kommen wir. Wir müssen auch noch ein paar Schritte nach vorne machen. Was kein Problem ist. Das Vieh ist ein bisschen ärgerlich jetzt, aber hier können wir volle Deckung. Haben wir doch volle Deckung, oder? Es wird nicht angezeigt, aber hinter dem Panzer haben wir doch volle Deckung. Wieso? Okay, ich kann auch hier hinschicken. Dann kann mich das Vieh zwar flankieren, was ein bisschen scheiße ist, aber vielleicht findet man ja irgendeinen Weg. Dass ich hier keine volle Deckung habe, wundert mich übelst hinter dem Panzer. On the move. So. Okay. Kriegen wir alles getroffen? Leider nicht. Wo ist ein Morpheus? Weil der hat nämlich eine größere Reichweite mit seinen Granaten. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier reinkomme? Kommt dann Verstärkung? Können Sie gerne mal ausprobieren, dann geht aber alles kaputt. Aber er hätte eine größere Reichweite, da können wir nämlich viel, viel mehr treffen damit. Also könnten wir alle treffen. Ich probiere es mal aus, was passiert. Werden Sie erfahren. Es passiert gar nichts. Okay, das ist interessant. Hatte ich nicht mit dem geskillt, dass wir eine größere Reichweite haben? Habe ich, aber ich kriege den Punkt nicht rein. Dass ich treffe leider nicht alle. Außer höchstens... Nee, ich krieg den Punkt nicht rein, Leute. Eigentlich müsste hier das, aber der kann da nicht hinzielen, leider. Das ist schade. Okay, Leute, dann. Du machst mehr Schaden mit den Granaten, ne? 5 bis 6, aber da kriegen wir die auch nicht platt, von daher würde ich mir das aufsparen. Und wir schießen jetzt mit der AB. Erstmal. Und zwar auf die zwei würde ich vorschlagen, weil das Auto, das fängt dann wieder an zu brennen. Er muss sich auf jeden Fall bewegen und dann können wir nur fürs auch mit Feuerschutz arbeiten. Auf jeden Fall muss er seine Deckung verlassen. Ich würde da gerne das Haus trotzdem treffen. So hier würde ich schießen wollen. Dann treffe ich das Auto nicht. Aber so wird er vielleicht runterfallen, was auch geil wäre. Aber er hat so... Nee, wir machen es so hier. Das gefällt mir besser. Und voll. Ja, Leute, ich muss kurz überlegen. So, sehr gut. Auto brennt. Das Vieh ist down. Wow, der hat sogar auch... Ah, das ist sehr gut, der ist runtergefallen und hat keine Deckung mehr. Das ist spitze. Hat besser funktioniert als erwartet. So, 75. Das Vieh müssen wir eigentlich erstmal platt bekommen jetzt. Wir könnten auf Nummer sicher gehen und hiermit schießen. Dann kriegen wir aber keine Belohnung. Also, der droppt da nichts. Dann lieber hiermit schießen mit Lutz, Nahkampfattacke. Das wäre vielleicht sogar das sicherste. Hätte ich ja wieder Angst, dass ich hier neue freischalte. Deswegen lasse ich das jetzt. Ich will ja nicht noch mehr freischalten. Ich gehe mit Lutz mal... Ich weiß nicht, ist die Chance höher, wenn ich jetzt hier irgendwie hingehe? Eigentlich nicht, ne? Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Natürlich. Müssen wir jetzt irgendwie, ja, 94%, sieht gut aus. Ich hatte nur Angst, dass ich jetzt noch was freischalte, ist aber nicht der Fall. Und jetzt einfach wegfeuern hier. Komm, Lutz. Sehr gut. Lutz sieht so krass aus, Mann. Oh, das ist getroppt, sehr, sehr gut. Schon beeindruckt. So, ich freue mich richtig so. Nach 4 Tagen XCOM ist schön, mal wieder XCOM zu spielen. Ey, das Spiel ist einfach großartig. So, und ich bin am überlegen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Mal schauen, ob ich irgendwann im Laufe der Kampagne den Schwierigkeitsgrad noch um eine Stufe erhöhe. Muss man aber mal gucken. Ne? So, aber über die Zeit wird mir auch besser und so. Und dann kann man dann drüber nachdenken. So, okay, wir killen jetzt erstmal dich. Der muss sich sowieso bewegen mit der Explosion. Das ist jetzt kein... Das dürfte nicht so das Problem sein. Killen wir erstmal den hier. Ich schieße jetzt keine Granate, weil dann kriegt man keine Belohnung. 11 Schaden! In your face, Sektuit! Irgendwie habe ich einen Hubschrauber gehört. Ganz zumindest so. So, Curry ist noch am Start. Du gehst mal bitte... Ja, wir können einfach jetzt hier vorgehen. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding hier uns irgendwie doch entdecken kann. Vielleicht, wenn ich hier drinne stehe, dann vielleicht. Ich kann es absolut nicht sagen. Wir werden es ja merken. Geh mal hier hin. Aber dann würde ja irgendwie ein Symbol auf den Boden kommen oder so, theoretisch. Ich hätte gedacht, das holt irgendwie Verstärkung, wenn wir da rein werden. So, Feuer. Top. Genau.
So, das war auch die letzte gewesen. Das wäre. Verstärkung. Kommen die jetzt? Weil ich alle Aliens getötet habe? Nee. Oder kommen die, weil ich in dem Ding drin bin? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, okay, Leute, wir können es aber jetzt super in Position bringen und Feuerschutz anmachen. Beziehungsweise Sperrfeuer. Beam steht immer noch super. Also den würde ich einfach hier auf Feuerschutz machen. Wir haben auch noch zwei. Wir können ja sogar mit dem nochmal nachladen dann. Distanzschuss. Jupp. Jetzt geht nichts. So, Lutz, ich bringe mal schnell in Position. Können dich hierhin bewegen. Wo kommen die runter? Jo, also ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich sehe nirgendwo diese roten Leuchtfackeln mehr. Aber wenn ich mich recht entsinne, landen die hier jetzt, oder? Zumindest habe ich es irgendwie so im Kopf. Also sollen die jetzt irgendwo hier landen, dann haben wir ein Problem. Und scheiße, ich habe vergessen, das hier aufzuheben. Das muss ich eigentlich noch machen. Da bewege ich dich am besten mal noch schnell rein. Schade, dass wir das nicht in eine Runde hinbekommen. Das hätte ich vielleicht auch mit dem Lutz. Geht das mit dem Lutz vielleicht besser? Kann ich damit ja wieder zurücklaufen vielleicht? Das wäre eigentlich perfekt, wenn das gehen würde. Jo, sehr gut. Okay, dann gehen wir bitte hier hin. Kein Problem, Boss. Also ich hoffe, dass das jetzt da hinten war. Darum würde ich mich jetzt auf den Dächern positionieren und nicht bei dem Datenabfanggerät. Codex. Okay. Das ist ein Codex. Das ist leider kein Overlay oder so. Ich hab das Ding. Wunderbar. So gut, dann bring dich auch mal in Position. Ich hätte dich aber trotzdem auch gerne auf dem Dach, um ehrlich zu sein. Gehen wir erstmal wieder hier hin. Klingt machbar. So, dich würde ich irgendwo mal volle Deckung haben. Hier, aber ich würde natürlich auch gleich schießen können. Volle Deckung ist hier leider nicht drin. Wir sind es hier, aber das ist auch nicht so ideal, weil die werden ja hoffentlich. Ich glaube, die kommen von da. Ich sehe halt nur die Leuchtfackeln nicht mehr. Das irritiert mich gerade extrem. Hier kann ich dich hinschicken, das ist gut. Understood, moving out. So. Schutz, dann du gehst bitte hier hin. Dich schicken wir. Ja, hier gibt's echt keine bessere jetzt, da muss ich dich hier hinschicken. Hier hin. Okay. So. Mein lieber Hijack, du darfst dich, hier haben wir sogar volle Deckung, großartig, dann geh hier hin. If you say so. Und jetzt mit einem Feuerschutz anmachen. Covering now. Overwatch. Versteh's noch. Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht verpeilt. Sie positionieren sich neu! Wo ist denn das? Jo, das haut hin. Ich hab's. Das war richtig, hab's richtig genannt. Ich hab den nicht mehr gefunden, den Punkt. Ist so übel, die werden so weggeknechtet, Leute. What? Beam! Alter! Okay, die haben's, Leute. Okay, nicht erwischt. So, so viel dazu. Einer ist noch da, ne? Das lief gut, würde ich mal meinen. Lief richtig gut. So, da hinten ist noch ein Kollege. Kannst du drauf schießen? Na dann Feuer. Bam! Macht jemand Striche? Ganz schön große Klappe, Alter. Sehr schön Beförderung, freue ich mich. So, okay. Lutz. Also, wir haben immer noch nicht alle Feinde zerstört. Also hier irgendwo sind auf jeden Fall noch welche. Wir haben mit McKay... haben wir noch, schon unterwegs. Die, das Scan-Ding. Das können wir jetzt eigentlich mal benutzen gleich. So, mit dir lade ich nach. Du bist rausgefunden, mit R kann man instant nachladen. Nachgeladen. Muss man nicht zweimal vier drücken. So, mit dir gehe ich erstmal wieder hier hin. Ne, wir können an sich ein bisschen nach vorne gehen. Ich will aber erstmal mit McKay jetzt das Ding werfen. Geh mal hierher. I guess that'll be okay. So, Scan-Protokoll. Kann ich das... Ne, das ist blöd. Ich weiß nicht, wie weit scannt denn der, ne? Dann hätte ich dich noch gerne weiter vorne zum Scannen. Also mindestens hier irgendwo. So gut, dann bleib erstmal, wir laden erstmal mit allen jetzt hier nach, Leute. Bewegen Sie ein bisschen nach vorne, so dass nichts passieren kann. Geh mal hier hin. So, nachladen. Du gehst hier hin. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Alles mellow. Nachladen. Ist hier hin. So, mit dir machen wir Feldposten. Nachladen.
5 Schuss hat das Teil, das ist auch heftig. So. Okay, wir sind wieder dran. So, okay, und jetzt, McKay, gehen wir mit dir ein bisschen nach vorne und scannen dann. Ich weiß nicht, Beam können wir eigentlich mal umstellen. Könnten wir mal hier hinstellen jetzt langsam. Das wäre vielleicht besser. So, richtig Deckung kriegen wir nirgendwo rein. Wir bringen dich erstmal hier hin und gucken mal weiter. Wenn wir jetzt scannen, dürfen die uns aber ja nicht automatisch detekten. Das sind unsere Zivilisten. 115, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Da vorne ist vielleicht irgendwas. So, scannen bitte. So, bin ich ja mal gespannt. Ja, wieso kann ich das Ding irgendwo hinschicken, ey? Das hier wundert mich nur. So, hier oben auf dem Dach sind noch welche, oder? Ist das auf dem Dach? Schnell gucken. Eine Schlange und 2 Sektoiden, so wie es aussieht, die sind auf dem Dach, yo. Alles klar, wissen wir Bescheid. Wir können die einfach mit einer Granate runterholen oder so. Oder wir spielen ein bisschen mit Sperrfeuer. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die sich bewegen oder nicht. Dich hätte ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gerne hier vorne. Ich hoffe, er dürfte die jetzt ja noch nicht aufdecken, theoretisch. Oh, nachladen dürfen wir nicht vergessen. So, muss man da nächste Runde machen. Wenn ich jetzt hier vorgehe, haben die mich dann schon drinne oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wir chillen mal noch eine Runde. So, dich können wir auch schon mal runter bewegen. Also bis hierhin kann erstmal nichts passieren, denke ich. Dann geh erstmal hierher. So, machen. Du bleibst hier. Dich bewegen wir hierher. Das kann ich machen. Also ich denke schon, wenn wir dann auch so vorgehen und so, dann können wir wirklich vielleicht eine Stufe schwieriger spielen. Aber es ist auch noch eine mittelschwere Mission, das darf man nicht vergessen. Oh, die bewegen sich jetzt doch. Jetzt sind sie unten. Und wir schießen drauf. Das ist gut. Das ist gut. Treffen leider nicht. So, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Schade, dass wir nicht getroffen haben. Aber wir haben noch 2-3 Leute Feuerschutz, glaube ich. Komm bitte! Yes! Ah, ein Schaden fehlt noch. Schade. Daneben. Aber wir sind jetzt erstmal dran. Die dürfen noch nicht schießen. Das ist ja das Geile. Das ist witzig, Leute. So, den können wir mit einem Schwerthieb einfach killen. Den können wir auch mit einem Schwerthieb killen. Wie viel Schaden machst du nochmal? 9 bis 11, okay, dann ist die Schlange Vergangenheit. Da bleibt nur noch eine Schlangenhaut übrig, beziehungsweise 2, wenn man sie durch 2 teilt. So, okay, ne, wir gehen jetzt einfach hier voll auf, voll drauf hier. Bam, bam, bam und so, ne. Also, du gehst hier hin, um den zu flankieren. Der hier am Ende ist das kleinste Problem. Ist nicht flankiert? Na gut, steht trotzdem. Wunderbar. So, hätten wir. Yeah. So. Du killst die Schlange. Kann natürlich sein, dass da jetzt noch mehr sind, aber ich wage es eigentlich fast zu bezweifeln. Es hat auch jemand geschrieben. Ach, ich kann da nicht hin. Okay, das ist doof. So, hast du ein Ziel? Ach nee, wir haben ja nicht. Wir müssen erst nachladen. Okay. Ach, wir können ja kostenlos. Darf ich jetzt noch schießen? Das ist ja das Geile bei denen, dass wir kostenlos nachladen können. Da hat ja das Ding drin. So, gut, dann killt ihr mal 100%, Alter. Nice. Okay, hätten wir. Wie viele waren das jetzt? Können wir sogar vorstellen, dass das der letzte Feind ist. Wir werden sie sehen. So, Lutz, könnten auch die Deckung wegschießen. Ich will den jetzt unbedingt der Runde down bekommen. 59% ist eigentlich auch schon ziemlich nice. Dann geh du mal hier nach vorne, wobei der steht. Hier steht die Schlange. So gut, Leute. Ja, geh du mal hier hin. Natürlich. Ich überlege jetzt mal gerade, mal gucken, wie ist denn die Trefferchance? 59%, das ist eigentlich ausreichend. Ich habe mir überlegt, ob ich eine Granate werfe, um die Deckung hier wegzumachen. Das Problem ist, ich kann nicht genau ausmachen. Hier hat er eine halbe Deckung dadurch und dadurch eine volle. Und dann ist ja hier auch noch die Wand im Weg. Ich weiß nicht, wenn wir das wegmachen, dann könnten wir hier mit Curry voll... Ne, wir schießen einfach drauf, Leute. 59% ist super. 6 Schaden. Sieht schon mal gut aus. Ich glaube, wir haben noch 2 Leute frei oder so. Ne? Dich haben wir noch.
Und Rodney haben wir auch noch. Okay, einer wird schon ordentlich treffen. Geh du mal hier hin. Wir können auch auf Nummer sicher gehen. Ja, wir machen es einfach mal eiskalt, weil es lustig ist. Außerdem wollen wir, dass Rodney weiter aufsteigt. Oder wollen wir, dass jemand anders aufsteigt, von denen, die noch frei sind. Ja, nee, Rodney, mach ruhig mal. Mal sehen, ob es klappt. Ja, natürlich klappt. Gefechtsprotokoll. Und so, es ist ein bisschen lame. Aber ich find's witzig. Ich weiß nicht, ob Rodney schon einen gekillt hat. Und deswegen mache ich das mal, damit er noch XP bekommt. So. Button Ende der Mission, oder? Manus 1-5, Status ja, bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Also das war sehr, sehr dominant gewesen, aber ich habe auch diesmal versucht, ein bisschen das noch aufzuteilen, gerade am Anfang mit den Dächern und so. Das werde ich jetzt immer so machen. Am Anfang erstmal das Gebiet angucken, wo sind gute Positionen und so weiter. Wir werden, wie gesagt, werden mal schauen, wenn ich jetzt merke, dass selbst eine schwere Mission so dominant abläuft, dann machen wir einen Schwierigkeitsgrad weiter nach oben, würde ich vorschlagen. Ja, damit das weiter interessant bleibt und herausfordernd und so. Also das ist schon mein Anspruch. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt einen coolen Squad, wir haben uns super drauf vorbereitet und so. Die Leute sind jetzt auch schon gut ausgelevelt, beziehungsweise auch selbst für normal habe ich habe viel Glück gehabt auch. Es sind keine wichtigen Leute gestorben. Und wir haben auch einfach in der Basis und so, auch wenn es für den ersten Durchlauf, glaube ich, gar nicht so schlechte Arbeit geleistet. So was das alles angeht, das Management, wisst ihr? Deswegen ist das auch vielleicht ein bisschen verdient, dass es gerade so gut läuft. Aber nichtsdestotrotz kann man drüber nachdenken. Das ist schwer zu machen. Aber ich freue mich erstmal, das war nice gewesen. So. Dieses Mal haben wir den Aliens wirklich wehgetan, Commander. Das werden sie nicht vergessen. Ey, Lutz geht hier langsam ab. Ist schon Leutnant mittlerweile. Wurde übrigens auch empfohlen, ich sollte eigentlich einen Ranger nur auf Tarnung haben, weil das, wie gesagt, bei manchen Tarnungs... Es gibt so ein paar Missionen, wo das anscheinend übelst nice ist. Wahrscheinlich kann man dann nur mit dem einen Ranger im Tarnmodus die Mission lösen. Da waren auch schon so ein paar gewesen, wo man das echt hätte gebrauchen können. Wo man nicht alle Aliens töten muss, sondern nur irgendwas sabotieren oder so. Und ein Ranger halt dann auf Schwertieb skillen. Muss mal gucken. Was hatte ich mir jetzt hier geskillt? Hier hatte ich Schattenangriff geskillt. Das war hier gewesen. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Dann muss ich aber komplett respecken dann. Also dann Phantom brauche ich auch, wenn ich Lutz jetzt auf Stealther machen will. Oder Kate. Aber wenn dann eher Lutz, das würde vielleicht besser passen. Oder Riddick, wie gesagt. Riddick als Ranger und den nur auf Tarnung machen. Das wäre auch eine geile Idee. Ja, also wenn, dann machen wir aus Riddick, machen wir dann so ein Stealther. Wobei, ich könnte ja Lutz mal fragen, ob er Bock hat, Stealther zu sein. So. Müssen wir mal schauen. Ich mache erstmal Sturm und Schuss. Wenn, dann müssen wir ihn respecken, weil wir, glaube ich, auch Phantom bräuchten. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen, ist halt auch nett. Muss mal schauen, ich überleg's mir mal noch. Juhu! Ah, nice! Führe einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes bewegt oder angreift. Ey, das ist ein übelst krasser Skill vom Sniper! Den man erst sehr, sehr spät bekommt. Glaube ich. Wow! Das ist übel, Leute. Das ist richtig übel. Und das ist jetzt ja dank dieser Kommandozentrale, wenn ich jetzt das Gebäude richtig genannt habe. So, zusätzliche Polsterung. Nee, ich mag das schon gerne mit dem Rüstung zu fetzen. Ich finde das wichtig. Und ich werde immer zwei Grenadiere mitnehmen und ich finde auch, dass selbst zwei Grenadiere mit Rüstung zu fetzen kann man gebrauchen. Deswegen, wir machen weiter Rüstung zu fetzen. Das werde ich immer skillen. Das finde ich super wichtig. Ich denke auch, desto später man im Spiel ist und desto härter die Gegner, desto mehr Sinn macht das, weil die Gegner ja immer mehr Rüstung bekommen, in der Regel. So, schnell ziehen, das Abfeuern der Pistole als erste Aktion beendet, nicht mehr länger deine Runde. Das war eigentlich ganz geil gewesen, auch tot von oben. Das Ausschalten eines, da kann der ja nochmal schießen danach, ne? Wir machen mal tot von oben. Ich werde es wahrscheinlich so machen, ich weiß noch nicht, eigentlich hätte ich gern einen Sniper, der voll auf Pistole ist. Weil da gibt es übelst geile Skills. Und einen Sniper, der voll Sniper ist. Oder ich hätte auch gern zwei Sniper, die voll auf Sniper sind. Muss ich mal überlegen. Ich sagte, bei Beam jetzt erstmal tot von oben. Es haben jetzt auch viele geschrieben, dass es zu mir Grenadier besser passen würde. Schauen wir mal. Wir können noch umbenennen oder so. Ich muss mir auch das Aussehen gefällt mir jetzt auch noch nicht so toll. Wir müssen den erstmal hochbekommen, beide. So. Ordentlich Beute gemacht, aber was ist denn jetzt hier das gewesen mit dem Codex und irgendwas hatten wir hier gefunden, wo nicht angestellt gezeigt wurde, was es ist, aber egal. Beeindruckend, Commander. Sie haben meine hohen Erwartungen bei weitem übertroffen.
Dankeschön. Selten, dass er so nett ist. Das ist immer sehr kritisch. Commander, da wir immer schneller neue Technologien entwickeln und einsetzen, wären alle Rekruten mit einem Hang zur Wissenschaft von großem Nutzen für mich.